wir sind immer noch da. Immer noch. Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch. Ein herzliches Grüß Gott zu Vollwert. Kreative Köpfe aus Musik und Kultur und heute sogar jubiläumsmäßig 10 Jahre und die 100. Sendung. Und bei 10 Jahren und der 100. Sendung haben wir gedacht, das machen wir heute mal mehrsprachig. Und ich habe 2 griechische Gäste hier, denn wir sind heute bei Costa in Ulbach. Und ich habe einen Musiker aus Griechenland direkt eingeflogen für uns, Savas von Acid Death. Herzlich willkommen. Was bewegt einen Thrash-Metal- oder einen Death-Metal-Musiker, nach Deutschland zu kommen? Was hat Sie in der Schule in Deutschland gemacht? Was Probleme hat Sie in Deutschland? Ουσιαστικά ήταν η αγάπη μας στο να προωθήσουμε την καινούργια μας δουλειά, την τελευταία μας δουλειά, το Hall of Mirrors, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο περίπου, από τη Seven Hearts, Seven Us. Και φυσικά να δούμε και πράγματα, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας το χώρο, το χώρο του death metal, του thrash metal, που συμβαίνουν στη Γερμανία. Die wollten halt ein bisschen diese Musik hier in Deutschland ein bisschen kennenlernen. Sie wollten ihr neues Album vorstellen und sie wollten auch die Gegend ein bisschen angucken. Sie waren schon mal hier in Deutschland, in München, glaube ich, waren sie, in Weinheim. Und sie wollten nach der Tour, wollten sie nochmal hier nach Deutschland kommen und wollten auch mit der Seven Us zusammenarbeiten. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Könntest du gleich zu Beginn unseren Zuschauern mal erklären, was überhaupt Death Metal ausmacht? Was unterscheidet das von anderen Rockbands? Τι θα πει Death Metal? Τι θα πει Death Metal? Δηλαδή, τι είναι η διαφορά από τα άλλα τα rock συγκροτήματα? Ουσιαστικά είναι το πιο ακραίο κομμάτι του heavy metal ήχου, είναι η extreme μεριά του heavy metal ήχου. Είναι τουλάχιστον το μουσικό ιδίωμα που εμείς τουλάχιστον ακολουθούμε πιστά από ουσιαστικά τότε που ξεκίνησε η μπάντα το 1989. 1989 haben sie angefangen, das death metal bedeutet in dem Sinn, dass das hard rock richtiger metal rock ist. Und das verfolgen sie jetzt seit 89. Mir fällt auf, wenn ich die Texte oder Ähnliches anschaue, dass da immer ganz viel von Kriegen die Rede ist, von Kriegern und auch von Engeln, von dem ganzen Kosmos, also immer eine viel, viel größere Dimension als das Leben, das ein Mensch normalerweise so erlebt. Und hier ist leider da, τα βίντεο σας και λέει, βλέπει πολύ αγγελούδια, πεθαμούς, πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ουσιαστικά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στη ζωή. Μέσα από τους στίχους μας περιγράφουμε πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή. Και αυτά ακριβώς αποτυπώνουμε, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε και στο οπτικό κομμάτι που έχει να κάνει με την πάντα. Situationen, die gibt es schon oder die hat es schon gegeben. Und das wollen sie mit ihrer Musik rüberbringen an die Menschen. There is a place in his blackened vision. He's in control of me all. He gives me key and points of the door and will. Well, killing he got me to it. I try to beat the key to light your mother. The long chain is shut. Try to force a kill the kill. My hands are painted with blood. Blood. Unending tracks in someone's eyes. Great thoughts, I need another.
Ihr habt auch manche in diesem Bereich, die haben ja ganz bewusst auch satanische Symbole oder Teufelssymbole irgendwo drin. Das macht ihr nicht, habe ich gemerkt. Eure Texte handeln nicht von ganz dunklen Seiten, sondern nur vom Dunklen im Menschen. Λέει, σατανικά πράγματα λέει μέσα στους ήχους σας δεν έχετε, λέει. Και δεν είναι πολύ βαθιά. Όχι. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε να κάνουμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με σατανισμό, τουλάχιστον στη μουσική και στους στίχους, μάλλον τουλάχιστον εμείς. Ασπαζόμαστε, σεβόμαστε την θρησκευτική πεποίθηση του κάθε ανθρώπου, σαφέστατα δεν τη θίγουμε και δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους θεματολογία στη μουσική. Also dieses Thema Satanismus und in den Texten auch so, das ist für die Menschen, für diese Gruppe ist es tabu. Das wollen die gar nicht. Was wollt ihr dann bei den Menschen, die eure Musik hören, auslösen? Was ist für euch so der Sinn? Oder ist das einfach eine Fantasiewelt für euch? Die θέλετε να πείτε στον κόσμο, που ο κόσμος θέλει να ακούσει τη μουσική σας. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Δίνουμε μηνύματα της καθημερινότητας. Δίνουμε μηνύματα τα οποία υπάρχουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μέσα από πραγματικές ή και φανταστικές ιστορίες, περιγράφοντας γεγονότα. Ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει πράγματα που τον αφορούν μέσα στους στίχους και να τα ασπαστεί ή και να μην τα ασπαστεί προφανώς. Die Menschen, die diese Musik hören, die sollen sich dann darüber Gedanken machen, was ihnen schon passiert ist oder was passieren kann. Sie sollen sich in die Fantasiewelt oder auch nicht in die Fantasiewelt. Es sind Dinge, die passieren und es sind Dinge, die nicht passieren, die nur in der Fantasie passieren. Das wollen sie rüberbringen. Jetzt seid, oder kennt man diese Musikart ja hauptsächlich von amerikanischen oder von englischen Rockbands. Ihr seid Griechen. Was ist das speziell Griechische in eurer Musik? Αυτή τη μουσική, αυτή την είδος μουσική την ξέρουμε από τους Αμερικάνους ή από τους Εγγλέζους. Εσείς είστε Έλληνες. Τι μπορούμε να καταλάβουμε, τι ελληνικό έχει αυτή η μουσική? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει βασιστεί στην Ελλάδα η συγκεκριμένη μουσική. Αν το δούμε καθαρά από τεχνικής, από καθαρά τεχνική μορφή, έχοντας σαν δεδομένο ότι βασίζεται καθαρά σε δυτικές κλίμακες. Όπου σε δυτικές κλίμακες βασίστηκε ξεκινώντας η αρχαία ελληνική μουσική. Μέσω αυτού του τρόπου δηλαδή θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι και το rock και το metal είναι κατά μία μικρή βάση βασισμένες σε ελληνική ρίζα. Also dieses rock hat schon ein bisschen griechische Wurzeln, sagt er. Und was sind die speziellen griechischen Wurzeln? Ποια είναι η ρίζα, λέει, ποια είναι αυτή η ρίζα, λέει, της μουσικής της ελληνικής, που μεταδίνει να, στο γερμανικό, στο αυτό, στο, στη δικιά σας τη μουσική. Στη δικιά μας τη μουσική, όσο αφορά την καθαρά ελληνική παραδοσιακή μουσική, ναι, δεν υπάρχει κάποια ρίζα, γιατί και το death metal και το thrash metal και εν γέννη το rock είναι έξω από την, από την ελληνική μουσική και ελληνική κουλτούρα. Είναι όμως μια διεθνής μουσική, γλώσσα, που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, που, από την οποία όλος ο κόσμος μπορεί να έχει, να λαμβάνει πράγματα. Griechische Wurzeln hat seine Musik nicht, aber diese Rockmusik, diese ganz normale Rockmusik, die hat schon griechische Wurzeln von, der, vom, von früher. Broken soul replaced.
Du bist auf Kreta geboren, habe ich gehört, und lebst jetzt auf dem griechischen Kontinent. Zieht es dich dann manchmal wieder auf die Insel zurück? Kreta ist ja mit historischen Belegen und weist ja ganz weit zurück bis in die minoische Kultur. Das ist ja noch älter als die griechische Kultur. Spürt man das nachher auch bis hinein in die Musik? Ich genetik ist in Kreta und meine ist in Poli des Athenas. Σε τραβάει λίγο τίποτα στην Κρήτη, γιατί έχει πολύ μεγάλη κουλτούρα η Κρήτη. Φυσικά. Υπάρχει ο μινωικός πολιτισμός που ήκμασε και σίγουρα αποτελεί και σημείο για πολλά πράγματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα. Είναι σίγουρα η πατρίδα μου, την οποία και λατρεύω. Η Κρήτη. Ναι. Σαφέστατα υπάρχει κάτι το οποίο με τραβάει εκεί. Es gibt schon etwas, was ihm nach Kreta zieht, auch diese historische, auch diese Lebenskultur in Kreta. Aber er ist jetzt in Athen, dort sesshaft, dort geht er seinem Beruf nach, dort macht er sein Hobby. Gibt es denn noch etwas anderes neben der Musik, was du machst jetzt? Viele Musiker haben das ja sozusagen als einen ganz wichtigen Punkt in ihrem Leben, aber sie müssen irgendwie noch Musikunterricht geben, sind an der Schule tätig oder sind in einem ganz anderen Beruf tätig. Was machst du noch neben der Musik? Wie bleibst du die Musik, mit der ασχολείς σε άλλο? Τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα παιδιά από την πάντα έχουμε τις καθημερινές μας δουλειές. Έχουμε την τύχη να είμαστε τρεις από τους Acid Death που είναι τεχνικοί υπολογιστών. Είμαστε στο ίδιο επάγγελμα. Οπωσδήποτε είναι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά έχουμε τα προστοζήν, σαν να λέμε. Also Sie sind drei von den Bandmitgliedern sind PC-Techniker und diese Musik, die machen Sie als hobbymäßig. Aber sie leben hauptsächlich von ihrem Beruf in Griechenland. In Griechenland. 1989 habe ich gelesen, habt ihr gestartet. Das ist ja schon eine ganz schön lange Bandgeschichte. Da gab es ja viele andere Bands, die verschwunden sind. Was hält euch dabei, dass ihr weiterhin Musik machen müsst? Ist das, das ist ja mehr als Hobby, das ist irgendwo eine Leidenschaft. Το 89 ξεκινήσατε, λέει, και από το 89 όσοι ξεκινήσανε από το 89 πολλά band, σταματήσανε, διαλύθηκανε. Τι σας κρατάει εσάς μαζί? Το ίδιο είχε συμβεί και σε εμάς. Σταματήσαμε κάπου το 2001 και ξεκινήσαμε το 2011. Ίσως με περισσότερο πάθος. Αυτό που μας κρατάει, όχι μόνο εμάς, όλους στο συγκεκριμένο χώρο, είναι ακριβώς η διάθεση για δημιουργία, για καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτό μας κρατάει και αυτό μας οδηγεί. Das Problem haben Sie auch gehabt. 89 haben Sie angefangen. 2001 haben Sie sind Sie auseinandergegangen. Το 2001 ήρθατε πάλι μαζί. Σταματήσατε. 2001 sind Sie auseinandergegangen. Και πότε ήρθατε πάλι μαζί? 2011 sind Sie dann wieder zusammengegangen. Auch mehr Leidenschaft zu der Musik. What's the deal? I'm a top
Wenn ihr auch noch Computertechnik und so macht, spielt da noch mehr mit hinein als jetzt Gitarre spielen? Macht ihr da auch viele technische Effekte oder überlasst ihr das dem Tonstudio? Είστε όλοι με τους υπολογιστές και με τα κομπιούτερ. Η μουσική σας είναι γνήσια ή την κάνετε με τα κομπιούτερ, τη διαμορφώνετε? Σε όλες τις σύγχρονες περιπτώσεις η μουσική διαμορφώνεται, ηχογραφείται και επεξεργάζεται με υπολογιστές, αλλά πρέπει να είναι αληθινή για να μπορέσει να γίνει, να αποτυπωθεί σωστά και να δώσει και σίγουρα κάποιο καλό μήνυμα στον ακροατή. Αν δεν είναι αληθινή, αυτό φαίνεται. Also die Musik ist echt. Sie wird nicht über einen Computer gespielt. Natürlich ist es in den Studios nachher so, dass man das nachher irgendwie zusammenschneidet oder mehr Bässe oder wie auch immer hinmacht. Aber die Musik ist im Prinzip echt. Was sind so deine persönlichen Lieblingsthemen, über die du schreibst in den Songs? Τα δικά σου τα αγαπητικά τραγούδια ποια είναι? Τι γράφεις μέσα στα τραγούδια? Αυτό το οποίο επικρατεί σαν τάση για τους δικούς μας στίχους είναι αυτό, η καθημερινή ζωή, είναι αυτό το οποίο γράφω και εγώ. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, απλές καθημερινές ιστορίες, περασμένες ίσως από ένα πρίσμα πιο τρομακτικό, ίσως λίγο πιο ακραίο. Sagt, schreibt die Musik aus dem Leben. Aus dem Leben. Zieht es nachher durch, ist ein bisschen übertrieben, durch ein Prisma durch, geht danach aufs Extreme. Ja. Ne? Das ist ganz starke Symbolsprache, fällt mir auf an vielen Stellen, aber tatsächlich für Alltagsdinge, also wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn sich Menschen auseinanderleben, ist das richtig so interpretiert? Όταν λέμε τώρα καθημερινές πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά, δηλαδή όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, όταν πεθαίνει κάποιος. Mm-hmm. Τέτοιες ιστορίες, αλλά και ίσως πιο ακραίες, όπως ιστορία, ας πούμε, κάποιου που βρήκε την αυτοκτονία σαν μοναδική διέξοδο από τη ζωή του. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να υπάρξουν στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Es sind halt solche Sachen, auch ganz extreme Sachen, da zum Beispiel Menschen keinen Ausweg mehr wissen und sich dann hier den Selbstmord begehen. Es sind halt solche Sachen, die schon passiert sind. Like night and day, and it's three ways.
Immer frei und traut. Wow, mein Absatz, hab ich ein Beinbrenn. Was ist ein Leid? Das schaut out of now. Fire up from my, my heart love me raus. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, die am Anfang Hardrock oder Death Metal gemacht haben, später zum Blues wechseln, also eher ein bisschen sanftere und sehr emotionale Themen nehmen. Gibt es da bei euch auch so eine Entwicklung? Υπάρχει κόσμος, λέει, που ακούνε τη μουσική αυτή και μετά από ένα χρονικό διάστημα λένε αυτή είναι η μουσική πολύ σκληρή για μας, εμείς θα κόψουμε λίγο και θα πάμε πιο πολύ στο blues. Υπάρχει και εσείς να κάνετε τέτοιο πράγμα? Στη δική μας περίπτωση όχι, γιατί είναι αυτό το ιδίωμα που μας αρέσει πρώτα σαν ακροατές και μετά σαν εκτελεστές ενός συγκεκριμένου μουσικού έργου. Είναι αυτή η μουσική η κατεύθυνση που έχουμε και σκοπεύουμε να την ακολουθήσουμε. Sie wollen bei der Musik bleiben, Sie machen diese Musik aus Leidenschaft und Sie haben kein, Sie wollen also nicht runter auf Blues gehen oder so, oder, nein, nein, Sie bleiben bei der Musik. Ihr bleibt euch treu, so viel habe ich verstanden. Ja, ja. Ich danke euch für das Gespräch. Ich wünsche euch auch weiterhin alles Gute und ich sage das immer sehr bewusst als Pfarrer, ich wünsche euch auch Gottes Segen und dass mehr als die Hoffnung in dem Song steckt, auch die Hoffnung dann an anderer Stelle sich mal deutlich macht. Wiedersehen, vielen Dank. Und an der Stelle verabschieden wir uns auch von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und hoffen, dass Sie sich wieder zuschalten, wenn es heißt Vollwert, kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Und wenn wir dann deutlich über der 100 stehen, heute noch mit Geburtstagstorte, die werden wir gleich miteinander essen, da können wir Sie leider nicht dazu einladen. Aber wie gesagt, bei der nächsten Sendung sind Sie hoffentlich wieder dabei. Wiedersehen.